Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. So einen schönen, weißen, spitzen Lip kann man ab einem gewissen Alter immer tragen. Dann nämlich, wenn die Monatsblutung nicht mehr kommt, also nach der Menopause. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Um die Wechseljahr kommt keine Frau drum herum. Die Menopause passiert so zwischen 46 und 54. Wie die Zeit erlebt wird, ist sehr unterschiedlich. Wir dürfen einer Gruppe Frauen zuschauen und zuhören. The Perfect Housewives. Sechs Frauen im besten Alter. Einmal die Woche singen sie zusammen Rocksongs aus ihrer Jugendzeit. Zwei von ihnen stecken bereits mitten in den Wechseljahren und weihen die Freundinnen in der Pause über bevorstehende Ereignisse ein. Also Menopause finde ich schon mal völlig daneben. Pause ist eben keine Pause, oder? Es hört ja wirklich auf, oder? Ja. Es wechselt sich ja etwas, darum finde ich das mit den Wechseljahren nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich das schönste Wort. Weil es eben auch einen längeren Zeitraum hat, oder? Das ist ja nicht dann von heute auf morgen der Wechsel, sondern es geht ja in Jahren. Meine Mutter hat immer gesagt, Abänderung, das ist ja besonders lustig. Abänderung. Dann ändert uns das schon. Mit 54 habe ich so die zwei, drei letzten Mens wahnsinnig starke Blutungen gehabt. Dann habe ich meine Mutter gefragt, wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Und dann hat sie gesagt, genau so fängt es an. Jetzt hast du dann bald Ruhe, jetzt hast du dann hinter dir. Und so war es auch. Und dann hat was angefangen? Geschwitzt in der Nacht. Wahnsinnig geschwitzt. Oh nein. Also da habe ich nicht so Mühe mit. Hast du nicht so Mühe mit? Nein, ich habe fast keine Walligen. Etwa vor 40 Jahren habe ich immer gegen Atomkraftwerke demonstriert. Jetzt bin ich selber eins. Hast du nie einfach eins ohne Kühlturm? Ich habe bisher immer meine Uhr danach stellen, wenn ich die Mens kriege. Mhm. Und dann ist sie plötzlich nicht mehr gekommen. Von heute auf morgen? Mit 49. Und dann habe ich gedacht, nein, das kann nicht sein, dass ich schwanger bin. Und was ich nicht habe, was ich wahnsinnig froh bin, ich habe überhaupt keine Stimmungsschwankungen. Mir geht es bestens. Ja, Stimmungsschwankungen. Das kommt auch noch. Stimmungsschwankungen. Also, da habe ich dann eher wieder Mühe mit. Ehrlich? Ja. Also manchmal denke ich, dann rede ich mir das jetzt ein oder so. Nein, wenn ich mir dann sage, hey, das hat jetzt einfach was damit zu tun, dass ich in der Wechseljahr bin, dass ich einfach irgendwie manchmal schneller verrückt werden oder Leute einfach immer grimmig anschauen oder patzige Antworten gibt, das hat was damit zu tun. Ich versuche es einfach mit Humor zu nehmen. Das ist glaube ich das Einfachste. Du kannst es ja eh nicht beeinflussen. Du musst einfach durch die Pause durch. Also das machst du definitiv. Das mache ich, oder? Du musst es mit Humor. Und wenn ich im Tram im Fächer nehme und die Fächer, dann nicken mir einen Haufen. Verbündet zu. Abänderung ist lustig, sagen die Frauen. Vielleicht hilft Humor tatsächlich. Bei mir sind zwei Expertinnen, Frau Dr. Barbara Bass und Frau Dr. Gertraude Hagmann. Hilft Humor während der Wechseljahr? Unbedingt. So wie Humor meistens hilft. Und ich kann mich gut erinnern an eine Patientin, die ich in einer Frauentherapiegruppe kennengelernt habe und die erzählte, dass sie Hitzewallungen und Schweißausbrüche hat und gesagt hat, ich mag mich damit aber nicht verstecken. Ich sage dann einfach immer, ich habe jetzt gerade meinen persönlichen kleinen Sommer. Und dann hat sie die Lacher auf ihrer Seite und hat, finde ich, einen sehr guten Umgang damit gefunden. Und vielleicht sogar über sich selber auch mal im Stillen lachen, was da alles abläuft. Wir haben gehört von einer Frau, zuerst ganz starke Blutungen, dann ganz weg. Ist jetzt das typisch? Es gibt kein ganz typisches Muster. Die einen haben es, wie die eine Frau beschrieben hat. Die anderen kommt es ganz regelmäßig und vom einen Tag auf den anderen kommt gar nichts mehr. Mhm. Bei vielen ist es ein Auf und ein Ab. Es kommt mal ein bisschen unregelmäßiger, dann wieder eine Zeit regelmäßiger und dann irgendwann flaut es dann aus. Mhm. Könnte man sagen, die Wechseljahre sind eine zweite Pubertät? In der Hinsicht, dass
da viel hormonell passiert, ja. Aber in der Pubertät ist es doch so, dass die Mädchen dem so ein bisschen, oder die Kinder, Jugendlichen, dem so ein bisschen ausgeliefert sind, weil sie ja nicht so genau wissen, was auf sie zukommt. Und der Vorteil von den Wechseljahren ist doch, wir wissen, dass wir in diese Lebensphase eintreten. Mhm. Das ist ein großer Vorteil. Kann man sich denn vorbereiten, Frau Bass? Nicht wirklich, weil wir wissen ja nicht, wir wissen zwar, dass es kommt, aber nicht, wie es kommt. Mhm. Und es ist individuell sehr, sehr unterschiedlich, mhm, wie es die Frauen erleben. Und darum kann man sich nicht wirklich vorbereiten, weil ich nicht genau weiss, was auf mich zukommt, persönlich, individuell. Ich kann vielleicht meine Mutter fragen, vielleicht eine ältere Schwester, aber auch dann, das Spektrum ist breit. Man muss es wie erleben, wie bei einer Geburt. Man hat eine Vorstellung, aber das Erleben ist noch mal etwas ganz anderes. Was kann man mit dem Kopf machen? Kann man steuern? Ja, die Einstellung spielt eine große Rolle, ganz sicherlich. Wenn ich das Gefühl habe, nach den Wechseljahren ist mein Leben vorbei und ich bin nichts mehr wert, dann werde ich genau die Einstellung haben und dann werde ich große Mühe haben mit den Wechseljahren. Aber wenn ich ein Stückchen Lebensfreude habe, dann werde ich auch die ausstrahlen. Und das hilft mir dann schon, denke ich, auch mit den Symptomen umzugehen. Ich kann natürlich nicht steuern, ob ich jetzt gerade eine Hitzewallung kriege oder nicht. Habe ich auch schon aus eigener Erfahrung so erlebt. Ja. Aber besser damit umgehen zu können, das hilft ja schon sehr. Ja. Wir wollen jetzt noch mal einen Blick werfen auf unsere Frauengruppe. Die reden nämlich ganz offen über körperliche Veränderungen. Also was wahr ist, ist, dass der Körper sich schon verändert. Vielleicht kommt daher der Begriff Abänderung. Du musst unterschreiben. Du musst ungefähr bei der Kleidergarderobe ein bis zwei größere Größen einrechnen, außer du verbringst deine Freizeit nur noch im Fitnesscenter, aber für das ist mir die Freizeit schaut. Das finde ich auch nicht bei allen gleich. Gell? Ich habe mal gelesen, dass man, wenn man in den Wechseljahren ist, 300 Kalorien weniger essen, weil der Zyklus nicht mehr ist. Und das Anreifen von Mai brauche ich etwa 300 Kalorien pro Tag. Also musst du einfach einmal mit der Nahrung schauen und das einsparen. Gewisse Mehlsorten, gewisse Gemüsearten kann ich einfach nicht mehr essen. Und das ist leider auch beim Alkohol so. Nein, ich esse gerne, ich trinke gerne, ich weiss einfach, ich muss schauen. Ich weiss das gar nicht. Du hast ein schönes Kleid, Ursina. Ich habe auch kein Gelüst. Ich habe ein schönes Kleid. Weißt du, das gaschiert so schön. Man wechselt wirklich ein bisschen Garderobe und schaut, dass ein bisschen die Rundungen so ein bisschen weiblich umspült sind. Genau. Vielleicht sind das schon so die ersten Veränderungen, die man halt irgendwie akzeptieren muss. Es ist auch keine Menopause. Dennoch sehe ich 40 genau aus wie mit 20. Es ist allgemein ist die Menopause so schlecht besetzt, oder? Also müssten wir Frauen uns schämen für die Menopause. Ja. Da weigere ich mich. Ich will lieber stolz sein und meine Zipperli, die habe ich halt, die haben aber alle. Aber ich will nicht mich schämen für das. Ich bin eine stolze ältere Frau. Der Körper verändert sich definitiv. Wir haben da etwas Interessantes gehört. 300 Kalorien weniger pro Tag. Ist das etwas? Die Zahl kommt vielleicht daher, dass man ursprünglich gedacht hat, 2000 Kalorien ist so ein normaler Bedarf. Und bei Frauen über 50 ist der doch reduziert. Man braucht ungefähr 1700 Kilokalorien pro Tag. Mhm. Wobei das auch sicherlich individuell sehr verschieden ist, wie aktiv wir sind, wie wenig aktiv wir sind, wie unsere genetische Veranlagung ist. Ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass der Stoffwechsel sich verlangsamt und der Energiebedarf sinkt. Mhm. Und das ist schon mal einfach eine Tatsache. Und der müssen wir ein bisschen Rechnung tragen. Also ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr Bewegung. Ja, genau. Aber irgendwie etwas muss man auf jeden Fall machen. Frau Bass, was passiert mit den Hormonen? Wir haben eine Grafik dazu, dass Sie das erzählen können. Also wir sehen auf der Grafik eben so um die 50 gibt es einen Schnitt. Das ist dann die sogenannte Menopause. Das ist der Moment, wo es keine Periode mehr hat. Mhm. Wir sehen, dass das Östrogen, das ist die dunkelviolette obere Kurve, dass das relativ lang noch an einem guten Level bringt und dann relativ rassig runtergeht. Mhm. Wenn die unter einen gewissen Punkt sinken, dann gibt es keine Periode mehr. Mhm. Und das macht dann auch das meiste der Symptome aus, die die Frauen so beschreiben. Aber wir sehen, dass das Gelbkörperhormon, das Progesteron, schon vorher anfängt abzusinken. Und darum haben Frauen, die auf das sensibel reagieren, bereits
in der Zeit, wo sie noch Perioden haben, spüren sie schon hormonelle Veränderungen. Mhm. Jetzt die Hormone, die haben einen Einfluss auf unsere Organe. Wir haben ein paar Bilder dazu. Also nachher, zum Beispiel leiden wir unter trockenen Augen. Ist das eine Konsequenz? Also viele Frauen spüren allgemein Schleimhaut, trockene Augen, Nase, Schleimhaut und dann auch von der Scheide her. Mhm. Die Scheidenschleimhaut wird auch trockener. Dann die Haare verändert sich, die Haarfarbe, mhm, und aber auch die Struktur. Mhm. Und man merkt plötzlich, sie werden trockener, ein bisschen spröder. Man muss vielleicht auch das Shampoo ein bisschen verändern. Einfach insgesamt die Körperpflege muss man anpassen. Das Gleiche gilt dann auch für die Haut natürlich. Viele Frauen merken, sie haben eine trockenere Haut. Kommen aber zum Teil auch wieder, apropos Pubertät, es gibt Frauen, die dann auch zum Teil eine Zeit lang wieder unreinere Haut bekommen, auch durch die Imbalance von der Hormone. Mhm. Auch da muss man sich mit dem Körperpflege anpassen. Mhm. Auf den Knochen hat es einen Einfluss. Und natürlich auch eben auf die Geschlechtsorgane, die wir gesehen haben. Jetzt, wenn wir auf ganz konkret zum Beispiel bei Stimmungsschwankungen bleiben, würden da Antidepressiva helfen? Einfachen Stimmungsschwankungen würde ich nicht Antidepressiva verordnen. Aber es kann natürlich sein, dass jemand in dieser Lebensphase tatsächlich in eine Depression gerät. Mhm. Und wenn es eine behandlungsbedürftige Depression gibt, dann sind natürlich Antidepressiva indiziert in Absprache mit der Patientin. Und es gibt auch Frauen, die in der Zeit der Wechseljahre keine Hormone nehmen dürfen. Bei denen gibt es auch einige Antidepressiva, die auch gegen diese Hitzewallungen und Schweißausbrüche eingesetzt werden und helfen können. Mhm. Wann ist denn Hormonersatz angebracht? Das richtet sich nach den Symptomen der Frauen. Also es richtet sich nicht nach dem, wie hoch die Hormone sind im Blut, sondern was spürt die Frau. Mhm. Und da gibt es so eine Drittel-Drittel-Drittel-Regelung. Ein Drittel der Frauen spürt eigentlich nicht viel von der Wechseljahre. Ein Drittel hat so mittlere Symptome, die aber mit allgemeinen Anpassungen gut zu bewältigen sind. Und ein Drittel leidet wirklich sehr stark darunter. Und dort, finde ich, muss man auf jeden Fall die Hormone mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt besprechen. Mhm. Jetzt hat man immer Angst vor Brustkrebs, wenn man Hormone hört. Wo stehen wir da? Also Brustkrebs ist, wie Sie sagen, haben viele Angst. Aber wenn man bis zu 5 Jahren das limitiert, dann haben 2 Frauen pro 1000 Frauen kommen mehr Brustkrebs über, als man sowieso Brustkrebs bekommt. Das ist also nicht so eine riesige Zahl. Man versucht es zu limitieren, es klingt nicht immer. Es gibt Frauen, die, auch wenn man versucht, langsam mit diesen Hormonen auszuschleichen, die trotzdem immer noch stark beeinträchtigt sind. Und ich habe auch Patientinnen, die es mehrfach probiert haben, die einfach immer an der Lebensqualität scheitern, also sozusagen, dass sie sich wirklich nicht gut fühlen. Und die haben dann quasi am Schluss halt das Leben lang Hormone bis zum Schluss. Mhm. Und dann muss man einfach die Brust regelmäßig kontrollieren. Aber so grundsätzlich kann man sagen, wenn, dann nicht länger als 5 Jahre? Dann ist es eine ganz marginale Zahl, die ein bisschen höheres Risiko hat. Aber es ist wirklich Angst, die man dann keine hat. Hormon lokal? Ist etwas ganz anderes, weil die werden nicht vom ganzen Körper aufgenommen. Die kann man also sehr gut einsetzen. Vor allem bei Frauen, die starke Beschwerden haben im Zusammenhang mit der Sexualität, die unter der trockenen Scheide leiden und andere Hilfsmittel nicht nützen. Mhm. Keine Lust auf Sex nach der Menopause, das ist auch so etwas, das kursiert. Und auch hier sind Ansichten sehr unterschiedlich. Ich fahre hin, dass ich jetzt einfach schaurig optimistisch immer. Ich finde Sex so in diesem Alter so. Es gibt doch so Mythos, Frauen haben keine Lust mehr. So ein Blödsinn. Also Lust habe ich, aber dann das Ausführen von der Lust, das ist bei mir das große Problem. Weil sich nämlich bei mir persönlich einiges verändert hat, was sehr schamhaft oder sehr mit Scham behaftet ist. Dass ich ich sage es jetzt einfach so, total austrocknet bin bei meiner Scheide, in meinem Gebärmutterhals, dass alles weh macht, wenn da Reibung ist, sprich, wenn ich Liebe will machen. Und dass ich sogar schon
geblutet habe dabei, dass ich denke, werde ich jetzt mal entjungfert oder was ist hier los? Und all die Mittel, die es gibt, nicht die Gleitmittel, das Kräucheröl, das nützt alles nicht. Ich habe Olivenöl ausprobiert, dann habe ich Anikaöl ausprobiert, dann habe ich Arganöl ausprobiert und dann habe ich medizinische Gleitcreme, normale Gleitcreme ausprobiert. Aber nützt nichts. Es ist einfach die Reibung. Und darum finde ich das eben, dass mit dem Mythos, Frauen haben keine Lust. Das stimmt vielleicht für die einen Frauen. Aber ich finde eigentlich so, genau so seit 40 oder so, wo man dann irgendwie so findet, jetzt hat man das Leben irgendwie gefunden. Ne? Oder da kriegt man ja erst die richtige Lust. Also ich finde, mit dem Älterwerden hat sich diesbezüglich bei mir gar nichts verändert. Ganz im Gegenteil. Ich bin selbstsicherer. Mhm. Also ich weiß besser, was ich will, als ich 20 war. Mhm. Und das ist definitiv ein Lustgewinn und nicht ein Frustgewinn. Ja. Wisst ihr, was ich glaube, hat noch mit der Lust zu tun, die eher wieder kommt bei mir? Meine Kinder sind aus. Also ich bin nicht mehr in dem permanenten Stress von anderen versorgen, schauen, dass anderen gut geht. Frau Hagmann, wir haben es gerade gehört, eine von diesen Frauen hat Schmerzen beim Sex, hat schon alles Mögliche ausprobiert. Was kann man da sagen? Ich glaube, dass es vier Möglichkeiten eigentlich gibt, auszuprobieren, wenn die Scheide sehr trocken ist. Und die Frau, die Betroffene, hat gerade sehr viele Substanzen genannt, die mit Öl funktionieren oder auf Ölbasis sind. Aber es gibt doch auch noch die Gleitgels auf Silikonbasis, die sich ganz, ganz anders anfühlen, wenn man dieses Ölige nicht verträgt oder wenn es nicht wirkt. Mhm. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man eine Körperlotion oder eine Körpermilch, die man auch sonst verwendet, nimmt als Gleitgel. Oder es gibt die Möglichkeit, die wir schon angesprochen hatten, dass man vielleicht auch die Durchblutung vom Genitalbereich verbessern kann durch Hormonzäpfchen, durch lokale Hormone. Lokal, denn. Ja. Jetzt, wenn die Libido wirklich zurückgeht und einem das stört, gibt es da eine Option? Es gibt ja nicht einfach ein Hormon, ein Libido-Hormon. Und die Frauen, finde ich, haben das super gesagt. Libido ist etwas sehr Individuelles und ist eigentlich ziemlich unabhängig davon, ob die Hormone sinken oder nicht sinken. Mhm. Also es gibt auch nicht einfach, man kann einfach sagen, wenn man wieder Hormone nimmt, dann ist Libido wieder da. Bei den einen ja, bei den anderen nicht. Und darum kann man es so nicht. Nein, man kann nicht einfach etwas nehmen, um die Libido wieder anbringen, sondern man muss sich dann damit auseinandersetzen, was für Sexualität wünsche ich mir, wie geht es mit mir, mit meinem Partner, wo stehe ich im Leben. Wir haben vorher über Hormonersatz geredet, aber nie oder noch nicht über pflanzliche Hormone. Für die Frauen, die Angst haben, ist das etwas? Die pflanzlichen Hormone, das sind ja Hormone, die aus der Pflanzenwelt kommen, die ähnliche Strukturen haben wie die weiblichen Hormone. Die können helfen, ja. Man muss einfach wissen, die sind, was jetzt zum Beispiel eben die Angst ist, eben das Krebsrisiko, die sind recht schlecht untersucht. Also man weiß nicht wirklich, ob die ganz harmlos sind. Aber als Alternative kann man sie gut einsetzen. Man muss aber einfach wissen, man muss trotzdem die weiteren gynäkologischen Kontrollen machen. Mhm. Wir haben jetzt einen Haufen gehört. Wenn Sie mir quasi ein paar Tipps geben, wie kommt man lustvoll oder positiv durch die Wechseljahre? Auf was kommt es drauf an? Ich glaube, dann ist es gut, schon lustvoll und positiv vor den Wechseljahren zu leben. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, auch gut durch die Wechseljahre zu kommen. Und ich glaube, wir dürfen diese Wechseljahre auch als eine Zäsur wahrnehmen. Mhm. Frauen stehen in unterschiedlichen Lebensphasen. Und es kann sein, dass es ihnen sehr gut geht, weil die Kinder ausziehen und weil sie neue Freiräume entdecken. Aber es kann auch sehr gut sein, dass es ihnen schlecht geht, weil die Kinder ausziehen und weil sie bislang ihren Schwerpunkt und ihre Daseinsberechtigung aus dem Familienleben gezogen haben. Und das wären schon bei ein und derselben Situation sehr unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Mhm. Haben Sie vielleicht noch ein paar Fragen, die sinnvoll sind, sich selber zu stellen in dieser Zeit? Es sind, glaube ich, eben so Zäsur. Also, was will ich eigentlich vom Leben? Ich habe noch die Hälfte vom Leben hoffentlich vor mir. Was mache ich damit? Wo stehe ich? Und was ist mir wirklich wichtig?
wo will ich meine Energie einstecken? Mhm. Mit all der Erfahrung, die ich ja schon können sammeln und mitbringen. Auf jeden Fall eine spannende Zeit, die da kommt. Danke schön vielmals, Frau Bass, und herzlichen Dank, Frau Hartmann. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über das Wechseljahr, dann klicken Sie bei uns auf die Webseite. Fußschmerzen sind sehr störend, vor allem wenn man sich so gern bewegt wie Sonja Biegler. Sie hat alles Mögliche ausprobiert, ohne Erfolg. Darum hat sie den Dr. Albert Wettstein besucht. Ein interessantes Gerät. Sonja Biegler macht damit jeden Tag ihre Entspannungs- und Stärkungsübungen. Die 56-Jährige erwartet heute den Besuch von Dr. Albert Wettstein, denn sie braucht medizinischen Rat. Ich besuche jetzt Frau Biegler. Sie hat seit langem starke Fußschmerzen und Gefühlsstörungen bei Belastung. Ich vermute, es könnte ein eingeklemmter Nerv sein. Mal schauen, was man machen kann. Grüezi, Dr. Wettstein. Grüezi, Frau Biegler. Freut mich. Danke fürs Kommen. Danke. Merci. Ja, Frau Biegler, Sie haben ja mir gesagt, Sie hätten so Beschwerden im Fuß. Was genau plagen Sie in den Füßen? Beim Laufen, beim Wandern, Spazieren habe ich das Gefühl, wie wenn die Füße nass werden. Die Zehen, nicht der Fuß. Die Zehen werden nass, kommt kalt Wasser rein. Es ist ja nicht so. Und das gibt mir so ein Taubheitsgefühl in den Zehen. Wie lange ist das schon? Schon ein paar Jahre. Schon ein paar Jahre. Sicher 5-6 Jahre. Hat irgendetwas geholfen, das ein bisschen lindern? Gar nichts. Ich habe jenste Sachen ausprobiert. Also, ich habe hier so Einlagen, Entlastungsmaterial. Es kostet alles einen Haufen Geld, aber bringen tut es nichts. Hat nichts gebracht. Nein. Ja. Jetzt sollte ich mal Ihre Füße untersuchen. Können Sie mal die Socken abziehen? Ja. Das macht nicht weh? Nein. Da, wenn ich da drücke, macht es nicht weh? Nein. Da nicht? Nein. Und da? Das tut davon weh. Ja. Und ist das ein Weh im Knochen oder ist es ein elektrisierendes Gefühl? Nein, es ist ein Messer, das reinstechen würde. Sie haben einen Hohlfuß, eher nicht einen Blattfuß. Mhm. Da ist sicher kein Druck auf den Nerv. Da auch nicht. Es ist da vorne. Mhm. Da vorne, wo der Mittelfuß zu den Zehen übergeht, dort haben Sie den Schmerz, dort werden Ihre Nerven gereizt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich bedingt durch eine Arthrose, das Knochengelenk, das dort ein bisschen dicker geworden ist, wie das für Arthrose der Fall ist, das dann auf den Nerv drückt. Also ich gehe davon aus, dass das, was Ihr Arzt vermutet hat, tatsächlich der Fall ist, dass nämlich Ihr Nerv, der die Zähne innerviert, dass der eingeklemmt ist, von den Köpfchen, von den Fußgrundgelenken. Und dass dort zu einer Reizung kommt vom Nerv. Das kann man behandeln, einerseits durch Entlastung und andererseits durch Cortisoninjektionen dorthin, wo die Engnis wahrscheinlich ist. Dann gibt es eine Abschwellung, dann wird der Nerv weniger geschwollen und man kann wieder besser leben, indem die Reizung nicht mehr einen die ganze Zeit stört. Gut. Und wenn man über längere Zeit ist, dann muss man nur. Und das war es für heute. Ich freue mich, wenn Sie am nächsten Samstag wieder reinschauen. Adieu, Minant. Bei Operationen am Gehirn müssen die Hirnfunktionen erhalten bleiben. Das heißt, die Sensibilität, die Sprache oder das Sehen werden während der Operation geprüft. Mehr dazu nächste Woche. Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin.